Peter Klein war lange Zeit als der Stiefvater von Daniela Katzenberger bekannt, mittlerweile ist er selbst Reality-Star. Doch wie viel lässt sich damit verdienen? Als was arbeitet Peter Klein? Peter Klein wurde am 15. April 1967 in Bad Salzuflen, Nordrhein-Westfalen geboren. Nachdem er die Schule beendet hat, absolvierte Peter Klein eine Ausbildung als Maler und Lackierer. In diesem Beruf war er lange Zeit selbstständig tätig, doch das sollte sich durch die Bekanntheit seiner Stieftochter Daniela Katzenberger ändern. Der Stiefvater der Katze war von 2003 bis 2023 mit deren Mutter Iris Klein liiert, weshalb er in den Doku-Sendungen von Daniela wie Natürlich Blond das ein oder andere Mal zu sehen war. Hier hielt er sich jedoch meist im Hintergrund und half der Familie mit seinem handwerklichen Geschick. . 2011 versuchte Peter es selbst im TV. Der Hobbymusiker nahm an der Castingshow X Factor teil, konnte mit seiner Version von Sunrise Avenue's Hollywood Hills allerdings nicht überzeugen. . 2020 rückte Peter Klein dann erstmals selbst in den Fokus des Reality-TVs, als er mit Iris Klein ins Sommerhaus der Stars einzog. Den beiden kam das frühzeitige Aus des Skandalpaares Georgina Fleur und Kubilay Özdemir zugute, denn so konnten die Kleins nachrücken. Bereits in Folge 6 mussten sie die Show wieder verlassen, nachdem Peter im Frühjahr 2023 Schwiegersohn Lukas Cordalis zum Dschungelcamp begleitete, warf Iris ihm vor, sie dort mit Yvonne Wölke betrogen zu haben, die beiden trennten sich. Im Sommer 2023 baute Peter Klein dann gemeinsam mit Yvonne Wölke bei Wettkampf in vier Wänden, die ultimative Bau-Challenge live im TV ein Haus. Im Herbst 2023 nahmen Peter und Iris Klein erneut an einer Reality-Show teil. Nach ihrer Trennung trafen sie im Promi-Big Brother-Container aufeinander. Peter wusste zum Zeitpunkt seines Einzuges nicht, dass seine Ex kurz darauf ebenfalls einziehen würde. Letztendlich konnte Peter Klein sich länger in der Show halten als seine Ex. Wie hoch ist das Vermögen von Peter Klein? Dank all den TV-Shows hat Peter Klein mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Zusätzlich brachten sie auch eine nette Gage ein. Dank der neu erlangten Bekanntheit kann Peter Klein mittlerweile auch über die sozialen Medien mit Kooperationen Geld verdienen und auch seine Musikkarriere soll angekurbelt werden. Reality-TV, Musik und Instagram. Peter Klein hat mittlerweile so einige Einnahmequellen. Dennoch ist bislang nicht bekannt, wie hoch das Vermögen von Peter Klein ist. Einen Anhaltspunkt dürfte jedoch das Vermögen seiner Ex Iris Klein geben, deren Vermögen soll sich laut das Vermögen kommen auf 1,7 Millionen Euro belaufen, Stand Februar 2023. Doch auch bei diesem Wert handelt es sich lediglich um eine Schätzung. Nachdem sich Peter und Iris 2023 getrennt haben,
schien die Scheidung unumgänglich. Bislang ist diese aber noch nicht vollzogen, da Peter und Iris sich um Geld streiten. Laut Bild soll Peter Klein 100.000 Euro von ihr gefordert haben, um die Scheidung durchzuführen. Peter dementierte dies zwar, einig werden konnten sich die beiden dennoch bisher nicht. Wem gehört die Finca von Peter Iris Klein? Bis zu ihrer Trennung haben Peter und Iris Klein auf Mallorca gemeinsam in einer Finca gehört. Wem das Anwesen offiziell gehört, ist unklar, die Kleins bezeichneten es stets als gemeinsames Haus. Nach der Trennung 2023 soll Peter seiner Ex Hausverbot erteilt haben, woraufhin Iris ausgezogen ist. Die Finca soll laut einer Instagram-Story von Iris aus dem Juni 2022 300 Quadratmeter Wohnfläche mit 6 Schlafzimmern umfassen. Der Außenbereich erstreckt sich laut ihrer Angabe über 8000 Quadratmeter. Ein derartig großes Anwesen zu finanzieren, ist nicht gerade leicht. Ob Peter dieses nun zuvor mit Iris geteilt haben mag oder nicht, dass er nach wie vor in der Finca lebt, gibt einigen Aufschluss über sein Vermögen, auch wenn das Vermögen von Peter Klein bis heute nicht bekannt ist.